Wir können uns hier nicht darüber beklagen, über mangelndes Engagement seitens der Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch in der Schülerschaft. Das war sofort klar und wir haben quasi den Auftakt gemacht am letzten Freitag mit der Schweigeminute, die ja vom Schulministerium ausgerufen worden ist. Das war sehr beeindruckend, dass hier wirklich unsere Schüler stillschweigend auf dem Schulhof gestanden und diese Schweigeminute vollzogen haben. Ja, und seit Montag läuft jetzt diese Spendenaktion hier bei uns in der Pausenhalle. Ist eine Spendenbox aufgestellt worden, die von der SV betreut wird und die Schüler können da eben jeden kleinsten und kleinen Betrag einwerfen. Ja, und heute ist halt der Höhepunkt tatsächlich mit diesen kulinarischen Köstlichkeiten in der Mensa, wo riecht sehr lecker. Es nicht nur lecker riecht, sondern ich glaube, die Gesichter ringsherum zeigen schon, es schmeckt auch gut und ich hoffe einfach, dass da nochmal richtig was in die Kasse kommt. Ja, und nächste Woche werden wir das Geld dann an das Rote Kreuz überweisen und es kommt auch jemand vom Kreisverband, der dann den symbolischen Scheck auch noch in Empfang nehmen wird und ich bin sehr gespannt über die Zahl, die dann da tatsächlich draufstehen wird. Haben Sie schon mal neugierig nachgeschaut? Nein, wir lassen uns da überraschen und ich glaube, wir werden am Ende wirklich sehr positiv überrascht sein, denn die Spendenbereitschaft ist wirklich sehr hoch. Wirklich viele größere Beträge, auch die da abgegeben worden sind im Sekretariat und ja, das ist schon toll. Ja, die Idee ist entstanden, indem SchülerInnen und KollegInnen mit mir gesprochen haben. Und wir haben einfach gemeinsam alle überlegt, was können wir machen, um auch den Opfern des Erdbebens sowohl in Syrien als auch in der Türkei zu helfen. Und einfach nichts zu machen, war für uns keine Lösung. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und haben diese Idee gehabt, dass wir gemeinsam diese Aktion starten. Jeder kocht was, jeder backt was und sowohl Eltern als auch Schüler als auch Kollegen, dass wir einfach auch helfen können. Es wurde nebenbei auch, also wurden viele Spendenbeträge abgegeben, aber wir möchten aber auch, dass wir gemeinsam noch mehr einnehmen und auch was machen, weil diese Hilflosigkeit nichts zu machen, hat uns so dazu gebracht, dass wir aktiv werden und gemeinsam das starten. Also es ist wirklich eine gemeinsame Aktion, die sich entwickelt hat und wir sind auch dankbar, dass die Schulleitung uns unterstützt und auch die Erlaubnis gegeben hat und Sie sehen auch den Zulauf, also von Eltern- und Schülerseite eine sehr große Hilfsbereitschaft und Unterstützung und auch von den Kollegen. Also wir sind echt gerade sehr dankbar und freuen uns und hoffen einfach, dass auch dass unsere Aktion erfolgreich ist.